weil wir außerhalb immer gehört haben, es braucht die Fachkräfte für die Wirtschaft, und intern haben wir einfach so viele Kundinnen und Kunden gehabt, die toll qualifiziert waren. Weil wir mit Menschen arbeiten und diese Menschen einfach mehr sind als eine Zahl oder als ihr Herkunftsland, und diese Menschen für eine gelungene Integration noch einen Schritt auf sie zu brauchen, und Check-in at Work bietet diesen Schritt auf sie zu. Wir sind bemüht, die Menschen dabei zu unterstützen, diese Fähigkeiten, Kompetenzen im Arbeitsmarkt einsetzen zu können. Ich bin Rubia Begic und ich habe Anspruch von Migrarium Ast genommen für mein Diplom zum Anerkennen. Ich habe jahrelang gearbeitet als Friseurin. Zum Glück war ich gemeldet als Friseurin, obwohl meine Diplom war nicht anerkannt. Es konnte schlimmer sein, dass ich als Hilfskraft arbeite. Und dann habe ich gebraucht, dann wollte ich Meisterprüfung machen. Und dann musste ich anerkennen, meine Diplom. Deswegen bin ich zu Migrarium Ast gegangen und die haben mir super geholfen. Naja, es hat sich schon groß verändert. Ich habe dann Meisterprüfung gemacht, habe ich mich selbstständig gemacht, was vorher wäre nicht möglich. Unbedingt beraten lassen, gehen zu Migrarium. Ich heiße Janka Klingova, ich komme aus der Slowakei und ich bin fast 4 Jahre in Österreich. Ich weiß selber nicht, was alles ich kann. Weil ich habe gute Ausbildung in der Slowakei gemacht, wie Elektrotechnikerin. Und nach dieser Nostrifizierung hat mir die ganze Welt geöffnet. Und ich habe jetzt einen guten Job in meiner Ausbildung gefunden. Hallo, ich bin Ahmed Ali Asiri. Ich bin 29 Jahre alt. Und ich komme aus dem Irak. Ich bin im Österreich seit 2 Jahren. Vor dem Projekt Check-in at Work, mein Leben war wie ein großes Fragezeichen. Ich habe nichts gewusst, meine Sprache war nicht so gut. Und für jemanden, die ist 2 Jahre im Österreich sein, das ist sehr, sehr schwierig, finde ich. Check-in at Work. Zuerst, eigentlich, ich habe Frau Naso Faisi kennengelernt. Sie ist eine wundervolle Beraterin, wirklich. Und sie hat mir den richtigen Weg aufgezeigt, eigentlich. Sie hat mir sehr gut in verschiedenen Angelegenheiten, wie zum Beispiel, wie kann ich eine Wohnung haben, wie kann ich eine Arbeit suchen.